kultureller Schmelztiegel und urbane Unruhe. Berlin, Regierungssitz und Stadt der kreativen Unruhe. Was haben Sie und viele andere Weltmetropolen gemeinsam? Sie wachsen. Und mit ihnen wachsen die Herausforderungen und Chancen bei der Gestaltung von städtischen Lebensräumen. Das BMW Guggenheim Lab ist eine Mischung aus urbanem Think Tank, lokalem Treffpunkt und Galerie. Die Idee ist, die unterschiedlichsten Leute aus vielfältigsten Bereichen zusammenzubringen und für bestehende Probleme neue Ideen und Lösungen zu finden. Auf einem leeren Grundstück zwischen Lower East Side und dem East Village in New York findet das BMW Guggenheim Lab in einem öffentlichen, mobilen Bauwerk sein erstes Zuhause. Hier wird sich das von einem internationalen Komitee berufene Lab-Team Fragen urbanen Zusammenlebens auf vielfältige Weise widmen. Dies sind Omar Freya, New Yorker Umweltaktivist, Charles Montgomery, Journalist aus Kanada, Ola Tunbosun Obayomi, Mikrobiologe und Erfinder aus Nigeria, sowie das Architektenduo Elmar van Boxel und Christian Kormann aus Rotterdam. Die Bewohner New Yorks sind eingeladen, sich in dem für alle offenstehenden Forschungslabor aktiv einzubringen. Anfang August eröffnet das Lab, bevor es auf seiner Reise von Nordamerika nach Asien im Frühjahr Sommer 2012 in Berlin Station macht. Berlin hat Erfahrung mit Umbrüchen, mit dem Umgang mit etwas Neuem. Vor 20 Jahren, als die Wiedervereinigung kam, die Mauer fiel, da sind Menschen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen, nicht nur aus Deutschland, aus Europa, aus aller Welt gekommen und haben die Stadt sehr schnell mitverändert. Und diese Fähigkeit, sich zu verändern, das ist etwas, was für Berlin nach außen attraktiv ist, aber was natürlich auch die Berlinerinnen und Berliner, ob sie jetzt ein Jahr hier sind oder seit 80 Jahren hier leben, für sich in Anspruch nehmen. Wo genau das BMW Guggenheim Lab in Berlin aufmacht und welche kreativen Köpfe zur Diskussion auffordern werden, ist noch nicht bekannt gegeben. Wer sich interaktiv am Lab beteiligen oder informieren will, der kann das in ausgewählten sozialen Netzwerken oder unter bmwguggenheimlab.org.